The Talk wird präsentiert von KS Digital. KS Digital baut seit über 20 Jahren Referenzmonitore made in Germany. Und so ist die C-Line in vielen Studios die kompakte Abhörreferenz. Herzlich willkommen zum Music Talk, dem Music und Sound Production Podcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen zum Music Talk Podcast. Und heute talken wir mal wieder über alles, was mit dem Musikmachen zu tun hat. Und eingeladen habe ich mir dafür den Thomas Wendt. Hallo Tom. Hallo, grüßt euch. Ich habe endlich einen höheren Bürostuhl aufgetrieben. Dass ich nicht die Tischbeine absägen musste, sondern einfach einen höheren Bürostuhl gekauft habe. Sehr gut. Super. Genau, ja. Wie geht's dir? Mir geht's saugut. Ich habe nur eine schnarrende Telecaster. Sonst ist alles super. Fein, das ist doch großartig. Hast du schon das Wort des Tages für die Sendung, für unser Thema realisiert? Anschluss. Anschluss, sehr gut. Genau, da gibt es ja verschiedene Anschlüsse in unserer Branche, über die es immer zu reden und auf die es zu achten gilt, damit auch alles ordentlich funktioniert. Und dann will man ja auch keine Anschlussfehler machen, ne? Und da bei dem Anschlussfehler, das gibt es ja auch im Film. Ja, ja, genau. Da ist er. Machen wir doch mal gleich weiter bei dem Thema, was wir letztes Mal auch hatten, ne? Da haben wir so drüber spekuliert, wie denn das Logic auf dem iPad wohl so funktioniert und wie sich das so anfühlt für einen selbst dann mit dem Abo und so. Und frage ich dich, hast du es mal ausprobiert? Leider nicht, weil es auf meinem nicht mehr runterladbar war, weil ich nur ein 32 Gigabit iPad habe. Und außerdem weiß ich gar nicht, ich glaube, man braucht da auch ein M1 iPad, ne? Nee, wobei, also ich habe hier ein iPad Air, das ist von 2020. Ja, das ist ja noch kein M1, ne? Das ist noch kein M1 und das ist nämlich so auch kein M1, wie das zum Beispiel Final Cut mir sagte, dass es da nicht drauf läuft, weil das will definitiv ein M1 iPad haben, weil das braucht wohl ein bisschen Power. Gut. So, nee, aber Logic läuft ganz gut, muss ich sagen und es ist natürlich nicht so, dass es vergleichbar ist, für mich jetzt jedenfalls vom Workflow, wie mit der Mac-Version. Aber ich habe es echt mögen gelernt, weil alles, was man so da tun kann mit den Instrumenten da hier und dem Zeug da. Warte mal, jetzt kann ich das so zeigen. Hier, eine Tastatur, zwei Tastaturen und so. Und man hat dann wirklich auch sein Mischpult hier, wenn man das sehen kann. So. Das Mischpult kann man dann halt so hier reinziehen und dann hat man auch die Channel Strips mit den Plugins, die man da hat. Ja, aber das hast du doch auf dem Desktop auch, ne? Ja, genau, aber nicht in GarageBand so praktisch. Und ich habe gemerkt, wenn man so halb auf dem Sofa hängt oder im Sessel mal so nebenbei abends, wenn man nicht weiß, gucke ich einen Film oder spiele ich Tetris oder drücke ich vielleicht noch ein paar Akkorde, habe ich festgestellt, ist das so schon ganz nett, wenn du was machen kannst, was sich dann auch einfach auf deinen Rechner übertragen lässt und eins zu eins dann kompatibel ist und aufgeht. Und man einfach die ganzen Wege, die man so geht und das Denken vor allen Dingen, ne? Da sind die Drums, da packe ich noch einen Verzerrer rein und vielleicht einen kurzen Raum und dies, das und so. Ne? Diese ganze Anlage von dem Teil, wie so ein Song so entsteht. Der Workflow ist halt identisch. Man muss sich da nicht wieder was anderes, wie meinen die das jetzt in GarageBand? Das ist ja wieder anders und so. Und das finde ich schon ganz nett. Und diese ganzen Sachen sind halt auch sehr schnell. Also ist responsiv und man hat nicht so eine großartige Latenz, dass man mal ein paar Akkorde reindrücken kann und so ein bisschen was arrangieren kann, irgendwie eine Idee und das dann auch schon mal zum Klingen bringen kann und dann halt zum Nachhausebringen auf den Rechner packt. So sieht es momentan bei mir jetzt aus und das macht schon Spaß, muss ich sagen.
Ja, das war ja grundsätzlich eins unserer Core-Probleme mit dem iPad, also auf jeden Fall meins, war, dass man immer nur so bis zum gewissen Grad mit der Applikation kam und dann so gesagt hat, oh ja, jetzt muss ich aber jetzt auf den Rechner gehen und dann muss ich das übertragen, dann spiele ich WAV-Files aus oder bla bla bla, wenn ich dann mit Beatmaker oder mit irgendwas anderem gearbeitet habe. Und dadurch war das immer so, immer bis zum gewissen Punkt okay, aber dann unheimlich viel Gegaggel und Rumgefuhrwerke, um in der Lage zu sein, das auch weiter bearbeiten zu können. Und ich würde jetzt sagen, dieses iPad Logic ist für mich dann eher so eine Erweiterung von dem Desktop-System, wo ich dann sagen kann, okay, ich kann jetzt mehr auf dem iPad machen. Also mobil, was ich iPad-mäßig machen will, aber ich habe nicht mehr diese Dissonanz. Ne? Ich kann jetzt zum Beispiel, wenn ich mit dem iPad angefangen habe, ganz easy das dann auf dem Rechner zu Ende machen, ohne diese ganzen Transfer- und Logikprobleme. Und oder umgekehrt, ich kann sagen, ich kann jetzt das, was ich hier am Desktop schon angefangen habe, unterwegs weitermachen. Und dann eben, was du da eben gezeigt hast mit den Synthes, das ist natürlich dann schon cool, wenn ich dann auch tatsächlich diese, das finde ich ja immer so gut am iPad, dass man diese, wenn man ein großes iPad hat, hat so ein MS-20-Plugin oder App, wie es heißt, dann kann man damit, finde ich, taktil deutlich besser operieren als mit einem MS-20-Plugin auf dem Desktop. Ja, das stimmt. Und du hast gerade eine großartige Wortschöpfung gebracht, irgendwie die Dissonanz, die Kreations-Workflow-Dissonanz, die man dann immer so hat zwischen verschiedenen Dingen. Und die ist jetzt aufgehoben mit dem Ding, weil die Sachen sind da, wie man sich das so denkt und man kommt da auch relativ schnell mit den Manövern auf dem Ding zurecht. Dann hat man sofort irgendwie, aha, hier geht der Mixer auf und da geht die Plugin-Liste auf die Kette und so weiter. Und das ist schon ganz gut, wenn man eben mal so eine Skizze machen will, irgendwas festhalten will. Und ich glaube, das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, aber wenn man das Teil dann mit einem Audio-Interface, was iPad-kompatibel ist in Sachen, dass es auch irgendwie mit nur iPad-Strom funktioniert. Na, du kannst dann ja dein iPad und das Audio-Interface mit ins Auto nehmen, in den Wald fahren und dir die Seele aus dem Leib schreien und Vocals aufnehmen und dann gepflegt wieder das in dein Hauptprojekt einbauen und so, ohne jetzt irgendwie Verrenkung machen zu müssen, weil man keine Dissonanz hat. Sehr gut. Geht natürlich mit anderen Sachen auch. Das ist alles so Faulheit und Synchronizität des Kreationsimpulses auf hohem Niveau. Aber das ist schon echt eine Bereicherung und macht natürlich für eine Firma wie Apple, die dann halt ihre Hardware-Plattform hat und da einigermaßen konsistent sein möchte, macht das dann jetzt schon Sinn nach Apple, ne? 13 Jahren, 15 Jahren. aber immerhin, ist nice, ist gut. Hm. So das haben wir also dann irgendwie da den Anschluss ordentlich gemacht an die vorherige Sendung. Aber du wolltest noch was dazu sagen, Entschuldigung. Na, ich sag mal, es ist deswegen gut, weil du kannst sowohl eben mit dem iPad einfach mal anfangen und hast dann nicht mehr das Gefühl, oh Gott, um das jetzt fertig zu machen, muss ich jetzt erstmal exportieren, importieren, machen, tun. Na, ich kann das einfach wirklich rüber holen, da weitermachen im gleichen Setup. Mhm. Und umgekehrt, ich kann sagen, oh, ich habe das hier auf dem Rechner mal angefangen, ich nehme das jetzt mal mit, ich bin in Urlaub, ich nehme nur das iPad mit halt. Ne? Den Mac Mini kann ich nicht mitnehmen, dann würde ich das iPad mitnehmen. Da ist sowieso dabei. Die ganzen Topliner, ne, wie sie so schön heißen, für die ist das natürlich irgendwie der totale Luxus. Ne? Die kriegen dann das Arrangement und das Backing als Stereo-File und die können sich dann darüber austoben und Gesangstracks und Melodien und Themen entwickeln und so. Einfach dann auf dem iPad irgendwo. Aber du hattest jetzt noch kein Audio-Interface dran, ne? Nee, habe ich nicht, weil
das liegt da hinter dem Monitor. Ich habe so ein Evo 8. So ein Evo 8. Hm. Aber Ja. Du hast aber jetzt noch ein iPad, wo du diesen USB-Adapter brauchst, ne? Lightning auf USB. Nee, das ist das iPad Air mit dem USB-C-Anschluss von 2020 ist das Gerät. Übrigens, das hatte ich ja noch erzählt, ne? Super Strunz. Dieses iPad ist, das lag auf einem Hotelbett und da lag auch mein iPhone drauf und dann habe ich mal die Bettdecke so, wollte ich mal so, ne? Und dann flog das iPhone hoch und landete klack auf dem iPad und du kannst dir vorstellen, was passiert ist. Hier war dann irgendwie die Ecke, so richtig das Glas durch und dann so schön, ne, die Spider-App quer rüber. Da habe ich dann eine Zeit lang mit gelebt, wohl oder übel. Bei Apple sagten sie mir, ja, das würden sie gerne zum Recyceln entgegennehmen und ich könnte dann zum Vorzugspreis von 500 Euro ein neues kriegen als Austauschgerät, weil Apple repariert die gar nicht. Ne? Und dann habe ich mal in so einem Repair-Shop gefragt, die nehmen dann auch 360 Euro, 380 Euro und irgendwas klingelte dann, es gibt doch diese Replacement-Screens, irgendwo habe ich doch mal was gesehen und dann habe ich, glaube ich, 3 Wochen immer wieder mal diese YouTube-Videos geguckt und dann gedacht, komm, sei ein Pirat und probier es aus und dann habe ich mir ein Replacement-Kit gekauft, das gibt es für 130 Euro. Und das erste, da war leider der Screen kaputt, aber da konnten die halt nichts für, haben sie sofort ausgetauscht, war kein Problem. Und dann habe ich selber den Screen hier ausgetauscht und es sieht jetzt wieder aus wie aus dem Ei gepellt. Braucht man da nicht Spezialwerkzeug für? Weil das Apple ist dabei. Oh, das ist gut, denn ich habe ja mal einen Mac Plus besessen. Mac Plus. Mhm. Und um das Gehäuse zu öffnen, hat sich der Steve was ganz Besonderes ausgedacht. Also erstmal musst du von oben so tief runter ins Gehäuse mit einem Spezialstecker. Und dann hatten sie noch eine Eigenentwicklung an Torque-Schraubenzieher, sodass es das wirklich nur von Apple gab, bei Apple. Oh. Das war noch vor iFixit, ne? Ja, genau. Also da war schon immer, also diese Tendenzen, den User von den Innereien fernzuhalten, die ist so alt wie der Mac. Ja, aber ich muss sagen, das war jetzt einigermaßen relativ bekömmlich, der Prozess. Man muss nur eine Idee haben, wie man das Ding hier abkriegt und Da half die handelsübliche Küche weiter. Wenn man so ein Ceranfeld hat und da so ein Bräter draufstellt aus Metall, dann wird der halt warm, ne? Unter der einen Kochplatte. Und wenn man so ein bisschen Geduld hat und es nicht übertreibt, dann breitet sich die Wärme da auch gleichmäßig aus. Und mit so einem Food-Thermometer, da kann man da drauf packen und so gucken, ob man über 70 Grad kommt, 80 Grad Celsius, sowas. Das ist ganz gut. Und dann legt man das iPad da drauf, ne, mit der Scheibe und dann löst sich halt dieser Klebstoff so langsam, ne, durch die Wärme. Und dann ist da halt dieses Werkzeug dabei, so eine Art Plektrum. Da kann man dann halt einmal drumherum gehen und das ablösen. Und diese Schraubenzieher gibt es auch. Ich habe übrigens eine Schraube verloren, muss ich gestehen. Ich warte immer drauf, dass da noch irgendwas passiert. Aber das war fest zugeschnappt. Da habe ich dann gedacht, okay, ist halt so, c'est la vie. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Also das funktioniert wieder. Ne? Sehr gut. Jetzt würde ich natürlich gerne dieses Universal Audio ans iPad anschließen. Mhm. Da ist ja aber Thunderbolt 3 dran. Ne? Das geht dann nicht, ne? Bist du sicher, dass das Thunderbolt ist und nicht USB-C? Ja, ganz sicher. Ganz sicher, okay, ja gut, ist dein ganz so, sicher, dass ich damit ganz, beschäftigt ganz, habe. Ganz, okay. ganz sicher, weil, liebe Zuhörenden und Zuschauende, dieses Kabel
Also bevor ich mein Arrow in Betrieb nehmen konnte, habe ich 2 Kabel gekauft, die nämlich nicht gingen. Weil ich dann einfach gedacht habe, naja, hier ist ein USB-C-Stecker dran und wenn das Kabel am anderen Ende auch ein USB-C hat, ja, dann wird das ja wohl gehen oder was. Nee. USB-C ist nur der Stecker selber, aber nicht im Prinzip die Funktionalität des Kabels. Darüber habe ich, glaube ich, auch schon in meinem Test berichtet. Und das heißt, es sieht aus wie USB-C, aber USB-C kann alles sein. Dieser Stecker kann von USB A, B, C, D, kann Thunderbolt 2, Thunderbolt 3 sein. Und man braucht aber ein Thunderbolt 3 Kabel, komischerweise, weil es mit einem USB-Kabel nicht geht. Das ist okay. Doch scheiße. Ja, dann machen wir es jetzt nochmal, ne? Hier, Evo 8. Ja. Ich liebe es, klingt fantastisch. Ist digital auch steuerbar. Vorsicht vor der... Immer mehr ans Mikrofon musst du näher ran, glaube ich. Ja, Vorsicht vor Software, die automatisch den Pegel hochreißt. Ach, guck mal. Ja, das ist ganz gefährlich. Wavelab, ne, kann das. Genau. Tötende, getötete Adamboxen. So, hier, guck mal. So. Hier geht dann oben das Volume, ne? Guck mal, habe ich jetzt gerade zum ersten Mal angeschlossen. Ne? USB-C-Kabel, Evo, hat jetzt dann 4 Mikrofoneingänge und 4 Ausgänge auch. Und ja, funktioniert, ne? Stressfrei, einfach so, zack. Ja, da kann man schon was mitmachen dann, ne? Ja, das ist nicht schlecht, richtig. Also was ich cool finde, ist natürlich, dass man dann in diesem Logic mit dieser Bildschirm-Touch-Mimik dann auch wahrscheinlich dann ganz gut diese Synths spielen kann. Also Cubase war für mich immer so auf dem iPad immer so eine Qual, weil es da auch so schlecht ging und dann der Loop nicht funktionierte und. Das habe ich dann irgendwann mal beiseite gelegt. Aber du bist dir ziemlich sicher, dass das mit dem Logic besser funktioniert, ne? Das ist auf jeden Fall besser und wobei ich dann denke, also ich bin eher so ein Drücker, ne, auf dem Keyboard. Bin da jetzt nicht so der Einspieler wirklich, aber so zum Rumdudeln und zu gucken, ob die Sounds funktionieren und so eine Idee zu entwickeln, so eine Melodie zu entwickeln und dann letztendlich die aber mit dem Finger einzutippen in das Grid, ne, in die Piano Roll, was irgendwie genauso gut geht wie in Logic zum Beispiel, das finde ich dann schon komfortabel. Also meine Erfahrungen mit Cubases waren so, dass man im Prinzip schon irgendwie erkannt hat, dass man es mit einem Cubase zu tun hat. Aber am Ende des Tages war meiner Meinung nach der Finger ein Ersatz für den Mauszeiger in vielen Funktionen. Mhm. Und das ist... Und es war dadurch unheimlich friemelig, frickelig. Aber das findet doch bei Logic dann genauso statt. Oder ist das da besser gelöst? Ja, jetzt gucken wir mal. Ich meine, das sind ja so Sachen, die einem dann ja so intuitiv. Warte mal, ziehen wir das mal hier alles weg. Mal natürlich andersrum zeigen. Ach so, wie war das? Ach so, hier oben, da gibt es dann halt die, wenn man was antippt, dann gibt es hier oben die Tools, mit denen man dann das Angetippte möchte. Und das ist wie das Wechseln des Mauszeigers oder die Mausfunktion im Prinzip analog dazu oder wie? Genau, bearbeiten, so sagst du dann im Editor anzeigen, zack, und dann hast du hier den, und den kannst du natürlich... In beide Richtungen, siehst du, den Piano Roll Editor und dann machst du es halt groß und dann bist du mit dem Finger auch schon einigermaßen gut unterwegs, wenn du halt wirklich treffen willst, um da was
Aber grundsätzlich war und ist das doch immer ein Problem, dass man leider nicht präzise genug mit dem Finger steuern kann, jedenfalls nicht so präzise bei gleichen Bedienoberflächenkonzepten wie mit der Maus. Und daran ist, finde ich, Cubase so ein bisschen gescheitert, für mich auf jeden Fall. Ja, das mag sein. Ich habe das nie so wirklich ausprobiert, ehrlich gesagt. Okay. Kann ich also nichts zu sagen. Aber das hier haben sie echt ganz, ganz, ganz gut gemacht. Und da kann man halt dann auch mal bisschen. Was hast du denn jetzt für einen Deal abgeschlossen bei Apple? Ja, dadurch, dass der Bildschirm, der Austauschbildschirm kaputt ankam, bin ich natürlich aus der Abo-Testzeit rausgelaufen und der ist jetzt halt im Moment auf, was kostet das im Monat? 4,99 im Monat? Genau. Ja. Und wenn man einen Jahresdeal macht, kostet es irgendwie 49 Euro im Jahr, wenn ich das richtig entsinne. So ganz entschlossen habe ich mich noch nicht, ob ich das auf Dauer, deswegen lasse ich das den einen Monat mal, damit der Tim sich auch bei Starbucks einen Venti kaufen kann. Für 5 Dollar dann. Lass ich mal laufen, mal gucken, wie es so weitergeht. Ja. Ja. Wie sieht es denn mit, letzte Frage dazu, wie sieht es denn mit Third-Party-Synthi-Plugins oder überhaupt mit Plugins Third-Party? Kann ich die dann nur über diese Makroebene vernünftig steuern mit den Fingern oder wie sieht das aus? Third-Party-Plugins, ich habe nichts, ich habe da nichts Third-Party-mäßig. Du hast keinen Third-Party. Du musst doch dein Melodyne haben und all sowas. Wie sieht es denn damit auf dem iPad aus überhaupt? Mit Plugins? Das haben wir doch noch gar nicht thematisiert. Das ist doch wichtig. Das haben wir noch nicht thematisiert. Lass mal gucken. Da gibt es halt hier die, ne, im Mischpult, da kann man halt die Instrumente reintun und so. Retro-Synth, hier Alchemy gibt's. Laufen da jetzt so, die. So ein bisschen vereinfachtes User-Interface so, ne? Und jetzt habe ich mir überhaupt, weil, also in Logic ist da halt auch jetzt für das, für die Schreiberei so viel Zeug drin, dass ich jetzt erstmal bisher nach den effektiv 10 Tagen, 2 Wochen noch nicht auf die Idee gekommen bin, ich muss jetzt unbedingt da was machen, weil irgendwie zum Beispiel so Editing-Geschichten wie mit Melodyne und so, das macht man dann ja, wenn man die Sachen dann wirklich so fein fertig macht und das sehe ich jetzt nicht so, dass ich das mit dem Finger auf dem Sofa mache, aber wer weiß, in ja, 10 genau, Tagen kann es ja so sein, dass das das Geilste ist, was mir jemals passiert ist. Das ist ja genau das, ne, diese Einschränkung. Also jetzt zu überlegen, oh, ich mache jetzt alles nur, ich kaufe mir jetzt nur noch ein iPad und schmeiß den Rechner raus, brauche ich nicht mehr, ist alles viel geiler, ich hole mir ein großes iPad und so eine Tastatur und lalala. Ich glaube, dass das für diese Frickelarbeit ist leider dieses Teil hier immer noch am allerbesten, weil du einfach viel, viel präziser und vielleicht auch auf einem großen Bildschirm, total. Ich habe hier so ein LG 5K stehen, das ist natürlich, und ein Mac Mini, da hast du natürlich einfach gigantisch viel mehr Überblick. Also ich glaube, für das ganze Gefrickel und Gefriemel und Geklicke und Sample-Geschiebe ist das immer noch nicht die richtige Wahl und wird es vielleicht auch nie sein, ne? Was ja auch schon wieder die Frage aufwirft, inwieweit wird denn irgendwann überhaupt mal das Mac-Betriebssystem und iOS zusammengemerged von Apple, weil das wird ja immer. Naja, die sind ja schon da so ziemlich auf dem Weg, ne? Ist ja mit jedem Update, kommen die sich ja ein bisschen näher. Es fing ja damit an, dass du in Pages mit deinem iPhone direkt irgendwie Fotos schießen kannst und direkt in das Pages-Dokument reinschießen konntest. Kannst immer noch. Und so viele andere Dinge. Das geht schon weiter. Und da bin ich mal gespannt, wie sich das so entwickelt. Weil mit den Apple-eigenen Apps, so wie Pages, Numbers und Logic und Final Cut, da wird bestimmt noch mehr passieren. Da kommt ja auch die Brille, ne? Die Taucherbrille. Ah ja, genau. Das wird dann spannend. Nur noch so da.
Genau, ja. Wir gucken nur noch auf den Sinti und dann nur noch so. Ja, ja, mal schauen. Das wird spannend, ob das wirklich, ob der Spatial Computer wirklich die Zukunft ist. Das werden wir dann sehen. Also, ich weiß nicht, ob ich jetzt länger als eine halbe Stunde so eine Taucherbrille aufhaben möchte halt, ne? Aber das werden wir sehen. Ja, das kommt drauf an, wie sich das anfühlt, weil ich habe früher auch irgendwie, ne, das hieß ja immer so, sind die Kopfhörer komfortabel und so. Und manchmal entdecke ich mich, dass ich den ganzen Tag die Kopfhörer auf habe oder wirklich Stunden und man merkt das gar nicht mehr. Also ich merke das gar nicht mehr. Mhm. Und die werden die Brille schon so bauen, dass es einigermaßen bekömmlich ist. Und was ich dann spannend finde, ist, wie sich die Sache dann halt so wirklich einbindet, weil ich glaube, Apple sind da die einzigen, das habe ich jetzt erstmal so durchgeholt, die dann ja auch quasi das, was man da so macht und die Dinge, die man sieht, dass die eingebunden sind in das, wo man sich gerade wirklich befindet. Und das fand ich ja an diesen AirPod Max, die ich letztes Jahr ja bald für 3 Monate hatte, dann ja auch schon klasse. Die haben zum einen ziemlich großartige ANC, Noise Cancellation, und gleichzeitig diesen Transparenzmodus. Das heißt, du hörst über die Mikrofone des Kopfhörers halt den Sound der Welt draußen. Und das machen die richtig gut. Also es klingt richtig gut. Das ist das Beste, was ich je gehört habe. So, und wenn du das noch gepaart hast mit so ein paar Dinge, die dann halt noch da eingebettet werden, ne? Also erstens den geilen Sound und dann noch die Welt draußen, auch akustisch und jetzt dann auch noch optisch. Das könnte ich mir schon ziemlich gut vorstellen. Aber wir werden sehen in diesem Fall, in der Tat. Genau. Und wir machen jetzt mal was Schluss. Was mich aber dazu bringt, wenn wir da vielleicht mal weitermachen, du sagst ja gerade das Wort Schluss. wie das dann halt so mit den Musikformaten weitergeht, da habe ich mich jetzt auch mal ein bisschen mit beschäftigt dieses Jahr. Dann machen wir gleich nach der Werbung weiter mit diesem Thema. Und zwar machen wir jetzt erstmal für unseren Sponsor einen kleinen Werbebreak. Und das ist Hofer. Wer hätte es anders gedacht? Es ist Hofer. Und zwar geht es im August nur um ein Thema, und zwar den Song Contest, nämlich Dein Song gewinnt. Ihr könnt bis 31. August eure Songs einreichen und dann seht ihr schon, was ihr alles gewinnen könnt. Es wird gesponsert von Steinberg, Arturia, Sender. Ich lese die gar nicht alle vor. Es gibt sowohl ein Publikumsvoting wie auch ein Juryvoting. Das wird dann zusammengesetzt und ihr habt auch immer die Möglichkeit, mal in die schon eingereichten Songs reinzuhören, die schon mal vorab zu bewerten, euch hier die Preise nochmal anzuschauen und ganz wichtig natürlich auch immer die Regeln und die FAQs durchzuschauen. Und ich bin mal gespannt, wer dieses Jahr gewinnt. Vor allen Dingen interessiert es mich, aus welchem Genre und wie das so umgesetzt ist, aber das werden wir dann erfahren. Wir werden eventuell nochmal ein Video machen zum Song Contest, wie der Ablauf eigentlich ist und wie die Regeln und so weiter sind und die verschiedenen Song-Contest-Formate. Aber bis dahin könnt ihr euch einfach schon mal hier mit diesen Scheinchen beschäftigen, die ihr nämlich gewinnen könnt. Das sind Gewinnepreise im Wert von über 25.000 Euro. Jo, dann wünsche ich euch viel Erfolg beim Hofer Song Contest. So, Herr Wenz, die verschiedenen Formate. Ich habe ja mittlerweile auch AirPods. Und wenn ich dann da in meinem, ich und sogar ein Apple Music Abo, hurra, damit ich dann, wenn ich im Auto sitze, immer rufen kann: Hey Siri, spiel mal was von AC/DC. Du rufst doch immer: Ey Siri, mach mal wie immer. Mach mal wie immer. Okay, Back to Black. Ja, ja. Back to Black ist gut. Ja, die Formate. Back to Black, let's fade it back. Fade to Black. Genau.
Ja, die Formate, die AirPods, du wolltest wahrscheinlich auf was hinaus, ne? Ja, genau. Weil, und dann kann über Siri hinaus. Sehe ich im Apple Music hier 3D und was? Und dann habe ich mir mal eins angehört und dann kam irgendwann mal irgendwas so ein bisschen so von hinten, aber mehr war da nicht. Fand das eher ernüchternd. Ja, das ist irgendwie so ein großes Ding, was mich wundert, was natürlich an der Allgemeinheit so absolut ignoriert vorbeizieht, weil da macht sich überhaupt niemand Gedanken drum, schätze ich. Und ich denke auch zu Recht. Aber wenn man mit der ganzen Musikschafferei, Herstellerei und den Werkzeugen dazu zu tun hat, dann ist das doch schon eine interessante Geschichte, weil du, wie auch ich, sind ja auch noch, ich würde mal so sagen, anno 2006, 2005, 2004, da mit dieser ganzen 5.1 Surround-Geschichte und so noch unterwegs gewesen, die ja dann auch als neueste kleine Sau durchs Dorf getrieben wurde. Ja. Und dann auch so ein bisschen auf dem Grill geendet ist, glaube ich, ne? Weil die massige Verbreitung von 5.1 Anlagen hat dann doch nicht so stattgefunden und so wurde das dann halt irgendwie so ein Liebhaberthema und so weiter. Und es war halt auch alles wieder mit Aufwand und mit Platz und mit Investment verbunden, um dieses Erlebnis zu haben, dieses klangliche Erlebnis, was ja, die Mehrheit der Menschen auch in Quad. Dann, genau, damals gab es die schon in Quad und so, aber die Mehrheit der Musikhörer, Konsumenten interessiert sowas halt nun gar nicht, wie Andrew Sheps immer so schön sagt, Mrs. Smith pfeift nicht das Mischpult und Mrs. Smith interessiert auch nicht, was auf der Kickdrum ist, die pfeift den Song, ne? Oder singt den Song und möchte den im Radio hören und so. Solche Sachen sind da irgendwie relativ unerheblich. Nun ist es aber so, mit dem Dolby Atmos und den AirPods und 3D Audio und Spatial hat jedenfalls eine Plattform da draußen, nämlich Apple Music, ja ziemlich viel Aufwand betrieben letztes Jahr, um das so bekannt zu machen und darüber auch natürlich seine kompletten Kopfhörer zu verkaufen. Ne? Also alles, was AirPods heißt, hat ja jetzt auch, da kann man auf der Liste sehen, gut für Spatial Audio. Ja. Und das ist auch so ein bisschen Augenwischerei, weil ich habe mich da auch so ein bisschen mit beschäftigt, mit diesem ganzen Dolby Atmos und der Idee, da mehr Raum und mehr Weite mit den Kopfhörern hinzukriegen für die Musik, die man dann hört, kreieren kann und auch, wenn man sie dann einfach nur konsumiert, dass das noch ein bisschen offener ist, weil manchmal ist das doch schon ordentlich Druckbetankung. Das hätte ich schon gut gefunden und bin ihm dann mal so ein bisschen nachgegangen und habe dann so ein paar Sachen entdeckt. Zum einen ist es so, man braucht mitnichten, um das Dolby Atmos zu hören, das Spatial Audio, 3D Audio bei Apple Music, einen Apple-Kopfhörer. Die können nämlich gar nichts mehr als andere Kopfhörer auch. Das Einzige, was die können, die erkennen, ob da jetzt ein Dolby Atmos-File ankommt oder ein Stereo-File. Und wenn Dolby Atmos aktiviert ist oder diese Kopfhörer auf sind, dann nimmt der halt nämlich das Stereo-File und spielt das, damit man Spatial Audio hat. Und wenn normale Kopfhörer dran sind, dann muss man das halt bei Apple Music einstellen auf Stereo. Ah, okay. Ist das oder wenn man bei Apple Music dann einstellt, Dolby Atmos immer eingeschaltet, dann ist es so, immer wenn eine Dolby Atmos Version da ist von etwas, wird das abgespielt, egal was für ein Lautsprecher dran ist. Dann kommt die Meldung, wenn man es einschaltet, ist nicht kompatibel mit allen Lautsprechern, aber du kannst mit deinen ganz normalen Kopfhörern dann auch die Atmos-Mixe hören. Wow, die haben nämlich ganz schön normale, bei Apple. Genau, weil ich habe mir nämlich diese AirPods Pro gekauft, AirPods Max. Weil es so klang, ne, und auch so ein schönes Bild mit so vielen Lautsprechern und so,
dass die irgendwas Spezielles machen mit der Rundfahrt. Ja, natürlich, so. Habe ich auch gedacht. Genau, ist alles nicht. Kudos an die Marketingabteilung von Apple. Ne? Sie haben es nie behauptet, aber sie haben es, es klingt so, als wenn. So, es geht mit normalen Kopfhörern und dann kann man halt auch mal vergleichen, denn das, was man dann hört mit den Kopfhörern, was auch mit den AirPods zu hören ist, ist auch ein Stereo-File, aber ein Binaural-File. Weißt du, was es ist? Also binaural ist, so. Ja, da ist halt so eine Räumlichkeit reingelogen mit Algorithmen. Ja, klar. So, also wenn man es mir jetzt mal so für in Layman's Terms, wie man so schön sagt, erklärt. Ne? Also es wird ein virtueller akustischer Raum angeboten und da ist es halt alles ein bisschen auseinandergezogen. Und so. Und diese Mixe, die man da so hören kann bei Apple, da habe ich mich sehr viel mit beschäftigt, die meisten machen jetzt so hinreichend Spaß. Also das, was du auch so gesagt hast. Die sind wesentlich leiser und die sind manchmal nicht so in the face. Und ich dachte dann immer, die Wahrheit liegt wahrscheinlich dazwischen. Und hab dann... Also ich kann dazu was beitragen. Also in your face, ne? Den Druck, Power, ne? Haben wir als Techno-Produzenten immer gesagt, wir machen mehr oder weniger Mono. Ne? Mal ein bisschen Fläche hier, ein bisschen da vielleicht, so ein Bezirsel. Aber eigentlich macht das, um im Club richtig abzugehen und Power zu haben an allen Ecken, überhaupt gar keinen Sinn, allzu viel Stereo zu machen. Das ist kontraproduktiv halt, ne? Weil einfach der Druck, der Schub nicht da ist. Und das ist vielleicht auch, vielleicht ist das tatsächlich auch einer der Gründe, warum das beim Konsumenten nie so richtig prickelnd angekommen ist, weil er weiß nicht warum, aber das könnte ja der Grund sein. Das ist richtig, aber da habe ich jetzt was entdeckt, was es heute anders macht, weil jetzt kommen wir halt zu dem Punkt und ich sage auch, ich bin damit verbandelt, weil ich das gut fand und dem Herrn Fiedler ein bisschen helfe. Es gibt Fiedler Audio und die haben den Dolby Atmos Composer auf den Markt gebracht vor 8 Wochen oder so. Und damit wird da nochmal ein komplett neues Kapitel geöffnet, denn man kann dort in diesem Atmos Composer schon beim Mischen dieses Binaurale hören und man kann vor allen Dingen für gewisse Quellen diese Virtualisierung ausschalten. Das heißt, man hat beides. Ja, das ist jetzt so ein bisschen schwierig. Also Dolby Atmos funktioniert ja so, man hat, da gibt es ja so spezifizierte, zertifizierte Studioausrüstung, die so teuer ist. Ne? 7.1.4. Weißt du, was das ist? 7 Lautsprecher um dich herum. Und 4 an der Decke. 4 an der Decke und Punkt 1 ist natürlich der Subwoofer. So, und die 7 Lautsprecher sind halt Left, Right, Center, Sides und Rear. Und wenn man da halt alles so verteilt, dann ist das halt auch alles so schön so ein bisschen entfernt und räumlich und diese virtuelle Räumlichkeit führt auch immer dazu, dass so ein bisschen die Transienten verloren gehen. Bei dem Dolby Atmos Composer kann man das jetzt ausstellen. Wenn ich zum Beispiel für links und rechts das ausstelle, diese Virtualisierung, und ich alle Spuren selektiere und die auf links-rechts schicke, dann habe ich quasi Stereo. Trocken. Hier. Oh, okay. So, und dann habe ich noch den Center in der Mitte, wo ich dann auch sagen kann, ob der räumlich sein soll, also weiter weg wirkt oder irgendwie auch in the face ist. Und die anderen draußen, die kann ich dann weiter weg setzen. Und das hat mich so getriggert persönlich, weil als ich letztens dieses, vor 2 Jahren, 3 Jahren, dieses Obra Todpunkt-Album gemischt habe, habe ich so einen Trick gemacht und im Prinzip genau das gemacht, was du vorhin erzählt hast. Ich habe die wesentlichen Sachen hart trocken Stereo gelassen und nur für so ein paar Effekte, dann auf einem anderen Bus, maximale Stereo-Kompatibilitätsschweinereien betrieben. Das heißt, wenn man Kopfhörer auf hatte, hörst du Reverbs und Echos und Synthi-Aspekte, so die komplett aus dem Kopfhörer raus sind. Mhm. Aber die Essenz der ganzen Geschichte, die Musik, die Drums, die Synthis, die Vocals und so weiter, die sind halt Stereo
Und ich habe dann sogar diese Pseudomitte ein bisschen rausgenommen. Da konnte man dann nur die Vocals drauf tun. Das heißt, das hat sich alles noch ein bisschen besser verteilt. Und ich dachte dann, okay, das gibt bestimmt Haue und Theater beim Abliefern der Mixe. Hat sich aber niemand drüber beschwert. Nur ein paar Leute haben es so ein bisschen gemerkt. Und der Fakt ist, wenn du das halt Stereo abspielst, fallen diese super Raumeffekte, die fallen einfach weg, weil die sich dann irgendwie auslöschen und so weiter. Aber du hast halt den Druck, den normalen Stereo-Mix, der bleibt halt dann über. Und das funktioniert halt überall. Und einen ähnlichen Approach kann man jetzt mit diesem Dolby Atmos Composer machen, weil man mehr Kontrolle über diese ganzen Mechanismen hat. Und vor allen Dingen braucht man kein, und das finde ich großartig, kein 7.1.4 System. Das hat man dann in diesem Composer virtuell drin. Und man kann sich dann halt so ein Bus-System bauen und dann sagen, die Drums, Bass, Gitarren, geht alles vorne unbehandelt links und rechts. Und alle anderen Sachen kann man dann halt irgendwo hinten hin tun und verteilen. Und dann kommt halt so ein Kopfhörermix raus, der die Musik immer noch voll mit voller Integrität von vorne kriegt, auch keine Transientenschweinereien. Und alles andere kann man so richtig schön aufpusten, opulent, Chöre um einen rum und so weiter machen. Und das dann halt auch in Dolby-zertifiziertem Format rausrechnen. Und sitzt dann auf dem Trocknen, weil man damit nirgendwo hin kann. Da aber ich meine, wenn du das so schilderst, ne? Dann haben wir wieder diese Anschlussgeschichte. Aber frag erstmal. Also, wenn du das so schilderst, ne? Oberer Tonbogen, ich habe erstmal gesehen, dass das alles irgendwie knackig Stereo kommt und habe dann noch so ein bisschen das Gefrissel da rumgemacht. Da entsteht der Eindruck, dass du genau das gemacht hast, was all die Kollegen gemacht haben, deren Stereo, Spatial Mixe ich gehört habe auf Apple Music. Die haben sich auch bemüht, dass das noch, ne? Gut nach. Da schüttelt einer den Kopf. Was kann das bedeuten? Also ich habe die wenigsten Mixe gehört, wo das halt so war, weil irgendwie, also meistens ist alles so, als wenn die ganze, also wenn man Stereo hat, also ihr wisst, wie es klingt, Stereo, die Kopfhörer, und wenn dann einer rufen würde, jetzt, und alle Instrumente, die da irgendwie vor Ort sind, die treten irgendwie 5 Meter zurück. So ist der Eindruck von den meisten Atmos-Mixen. Und dann auch noch um 5 dB leiser als die Stereo-Mixe, so unter anderem. Und das ist ja eine ganze halt, Menge, ne? Und das klingt halt nicht so direkt. Und das ist liegt das halt doch daran, dass man halt beim Mixen und dem Erstellen nicht immer die Möglichkeit hat, diese Lautsprecher quasi entsprechend zu konfigurieren. Ob sie jetzt räumlich sein sollen oder nur Position sein sollen oder direkt. Und deswegen geht das wohl jetzt erst, weil ich habe das noch nicht gehört in der Tat vorher. Und jetzt tauchen so ein paar Sachen auf, die räumlich und verteilt sind und so ein bisschen direkt sind. Und was mir da super aufgefallen ist, positiv ist an Mai Kantareit, das aktuelle Album, wenn man sich da mal die Atmos-Mixe anhört. Ich weiß nicht, wer die gemacht hat, aber das gefällt mir ziemlich gut. Aber 5 dB leiser, das ist ja eine ganze Menge. Und ja, ist es dann nicht so, dass das zu leise ist auf den Kopfhörern, wenn ich jetzt ein iPhone habe? Das ist ja sowieso schon leise, ne? Leise, wenn es nicht komprimiert ist bis zum Arztbesuch. Dann ist das mir eh schon zu leise, wenn ich eine angemasterte Genesis hören würde. Na, so Selling England by the Pound. Da bin ich schon angeschissen, das ist schon zu leise eigentlich. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass diese ganzen Atmos-Mixer dann auch in etwa so leise sind, weiß ich nicht. Wie ist denn das? Ja, das ist so, dass hier für die normale Ablieferung, da wollen jetzt die Streamer ja alle minus 14 Lufs haben, ne, damit dieser Lautheitswar einigermaßen unter Kontrolle ist und so. Und das scheint ja auch zu funktionieren. Und hat sich jetzt so eingebürgert, was ich so gehört habe in den Mastering- und Ablieferungskreisen, dass die meisten da so zwischen minus 8 und minus 10 Lufts dann abliefern.
und immer beten, dass sie damit durchkommen. Aber das ist der Pseudolob. Da muss ich mal was zu. Also das hört sich ja erstmal so an da draußen, als würden jetzt die ganzen Produzenten mehr Dynamik zulassen. Ich glaube, was die machen ist, die ziehen einfach den ganzen Pegel runter, weil nämlich für die Ästhetik mittlerweile und so der Durchsatz, das ist dann zwar nicht mehr so laut, ne? Nicht mehr so ein hoher Klirrfaktor, aber man bemüht sich, aber diese Ästhetik, die man generiert hat durch diese Überkompression, wo man ja auch viele Sachen schön verdecken kann mit und so eine Art von Power suggerieren kann, die gar nicht da ist, das wird ja weiterhin betrieben, ist meine Erfahrung. Ich habe noch nicht gehört, dass da jetzt wieder wirklich echte mehr Dynamik kommt, sondern weil das, was Spotify, Apple, YouTube damit ja erreichen will, ist ja in Wirklichkeit nicht, dass jetzt wieder mehr Dynamik in der Musik ist, sondern dass einfach alles gleich laut ist. Richtig, genau. Wobei, dann hat man auch noch die Wahl, wie man es macht. Also wenn man seinen Mix über 6 Busse, wobei jeder Busse mit einem Ozone vollgeknallt ist, bis an die Kante gefahren ist. Und dann hast du noch ein Ozone in Master und sagst ihm dann hier Learning Dingsbums und sagst dann irgendwie minus 14 oder minus 10. Dann hast du auch einen stehende Welle Mix, aber dann halt auf dem entsprechenden Pegel. Ja klar, ich meine, und ansonsten, wenn du das machst, also wenn du das eigentlich hinten machen wolltest auf der Stereosumme, dann funktioniert das mit dem Ozone schon ganz gut. Dass man ihm dann sagt, so, weil er lernt dann so ein bisschen über den ganzen Track, wie sich das so verteilt und stellt das dann so ein und das kann man dann noch so ein bisschen nachregeln und so. Das funktioniert schon ganz gut. Aber dann in Bezug auf Dolby Atmos, dann kommen da nochmal 4, beziehungsweise minus 18 ist da die Regel angesagt. Und True Peak, was immer das so ganz genau heißt, weiß ich gar nicht so genau, muss ich jetzt zugeben. Das steht immer, ich versuche das nur irgendwie dann immer hinzukriegen, das irgendwie darf nicht über 3.0 sein. Aber wie gesagt, da I don't know. Und es wird halt leiser, weil da halt mehrere Tracks halt zusammengefaltet werden. Und das ist jetzt aber noch ein anderes Thema. Und die Ästhetik und der Workflow, um sowas hinzukriegen für Musiker, das finde ich halt das Spannende an der ganzen Geschichte. Weil man kann da schon ganz interessante Sachen machen. Es gibt nur so wenig Produktionen, die das auch vom Anfang an mit einbeziehen. Weil meistens die Atmos-Mixe gemacht werden, wenn die Musiker schon längst die Veranstaltung verlassen hat. Früher waren es ja die Filmleute, die dann halt fürs Kino die Immersive-Mixe gemacht haben. Da wurde die Musik halt angeliefert. Ich hatte ja mit dem Jörg Hüttner drüber gesprochen auch. Für ihn ist das gar kein Thema. Er liefert seine Stems ab, Stereo, und das wird dann halt hinterher in der Mixing-Stage von Engineers dann halt räumlich inszeniert. Und so findet das halt auch dann für die Musik statt. Und so. Und die Vorstellung, dass man jetzt irgendwie als Musiker auch mit jeder DAW, die man da so hat, in seinem normalen Schaffungsprozess schon überlegen kann, auch das tue ich jetzt dahin und das tue ich dahin und das lasse ich jetzt trocken von der Mitte ballern, das ist ja bisher nicht gegeben und das ist jetzt neu und das finde ich halt das Spannende und bin mal gespannt, ob da ein paar interessante Sachen also du meinst also, wenn die Technologie jetzt eben nicht mehr erfordert, dass ich ein hochgerüstetes Atmos oder Surround Studio habe, um das dann zu mischen, was dann wieder die nächste, da kommen dann die anderen rein. Wir sind fertig mit unserem Stereo. Jetzt kommen wir. Wir machen jetzt die 5.1, die Spatial Mixe. Ne? Genau. Das heißt also, und jetzt würde es ja so sein. Nee, wir haben das gleich ausgelegt hier auf Multi, weißt du, Spatial, Alter. Also ich habe mal lange überlegt, also immer wenn ich das C-Dur hier, da fährt den Powerchord, ne, und den gedoppelten, dann fliegt das einmal hier so hinten rum. Weißt du, geil, ne, und dann mache ich ein Bending, und mit der Bending, ne, der Bending, da geht er von unten, war einmal hier so durch, und dann bendet die Seite hier so rüber. Das haben wir jetzt mal gecheckt mit dem Atmos Composer. Genau, das geht in der Tat.
Das könnte man machen. Ob das jetzt dann Sinn macht auf Dauer, das weiß ich jetzt nicht. Ne? Sowas nutzt sich dann ja auch ab, aber es wäre mal halt eine schöne Demo-Geschichte, wenn man das so macht. Mach doch mal. Ich mach Mono, Alter. Ich stehe auf Mono. Na gut, okay. Ich wollte dich jetzt mal, das soll haben wir so gar sein. Nicht vorher ja. abgesprochen, mal ganz ja. spontan, aber hast du gesehen, dass die Moogs jetzt oder die Moogs jetzt auch in diesen In-Musik-Clan da in den Tribe aufgenommen worden sind? Das wird ja langsam beängstigend hier mit der Konzentration. Oder ist das deiner Meinung nach nur so eine Marketing-Community? Die In-Musik? Nee, weil die betreiben diese Firmen, diese Marken ja auch aktiv und zwar so viel ich weiß, viel mit den ursprünglichen angestammten Mitarbeitern und so. Und bei Moog war es ja sowieso schon so, dass irgendwie 50% der Firma, glaube ich, von den Mitarbeitern besessen wurde. Und besessen wurde, ist gut. Die waren ja, besessen. Besessen. Management Buyout. Und wie sich das jetzt weiterentwickelt, wird man halt sehen. Ne? Da gibt es halt immer die vollmundigen Ankündigungen, ne? Und so. Ja, das Personal wird erhalten und die Entwicklung geht natürlich so weiter, wie sie war und so. Jada, jada. Und das ist halt auch so eine Geschichte, die so ein bisschen schade ist, weil es gab dann halt auch im Vorfeld schon ein bisschen Gerüchte. So, was auf der NAMM? Ich glaube, auf der NAMM hat der ein oder andere da mal drüber sinniert. Ja, das heißt jetzt irgendwie, Moog sollen verkauft werden und so. Ach was, die haben doch keine Probleme und so. Jeder hat doch Moog und so, war dann halt so die Antwort. Und dann dachte ich, ja, vielleicht ist genau das Problem. Wenn jeder einen genau. hat. Genau. Wenn jeder einen Ja, diese Corona-Welle, die ist ja jetzt, ich glaube, ich weiß jetzt nicht, was da der aktuelle Status ist. Da müsste man mal den Dirk Zerwenker, der ja so ein bisschen im Handel verwandelt ist und Vertrieb macht, mal fragen. Es war ja vor ein paar Monaten so die Situation, dass alle haben in der Corona-Zeit ihre Starthilfen und was es alles gab, investiert in neue Gitarren, neues Equipment. Wir haben jetzt viel Zeit, wir sitzen zu Hause im Homeoffice und dann kaufen wir uns mal endlich mal den kleinen Moog und erstmal mal eine Fender Strat aus dem Custom Shop. Ne? Also da war ja, ich weiß gar nicht, ich glaube, Thomann hat doch, glaube ich, mindestens 25% mehr Umsatz gemacht dann irgendwann mal, so richtig fett halt. Ne? Und jetzt, glaube ich, sehe ich doch sehr viele Sonderangebote halt. Immer noch Massen an neuen Produkten. Von Fender gibt es jede Woche eine neue, irgendwie neue, einmal mit hier, mal mit da und dann noch von Tommy Iommi, die andere von Tommy Iommi und dann hat noch der noch was da und hier noch ein Signature und der macht noch eine Signature. Da werden sogar Gitarren von Mark Bohlen, die nie eine richtige Gibson war oder die von Slash, die eine gerippte war von Gibson. Also alles, was nicht irgendwie schnell auf dem Baum ist, irgendwie wird dann sofort gesignatured und dann kriegt es hinten noch eine Null dran am Preis und dann ist das cool. Ich glaube, diese Zeiten sind jetzt einfach vorbei. Ne? Also man kann auch, glaube ich, immer den Preis an diesen hochwertigen Musikinstrumenten und auf Reverb, immer, ich würde mal gerne so eine API, ich hätte gerne eine API bei Reverb, um zu gucken, wie sich Preise und so am Bitcoin-Kurs orientieren. Ne? Also ob, wenn der Bitcoin fällt, dann weniger verkaufe, die Preise sinken. Und wenn der Bitcoin wieder steigt, weil alle wieder Fett haben und oh, und die ganzen Bitcoin-Millionäre, die ja gar nicht wissen, oh, ich habe hier noch was auf dem Stick, habe ich hier noch 3 Bitcoins. Ja, da hole ich mir mal, ey geil, da hole ich mir jetzt einen Jupiter 8. Einen echten und einen SP1200, einen echte. Und oh, ich wollte schon immer, also weißt du, ich habe ja so gute Gitarren, aber ich wollte ja schon immer mal was Vintage haben. Also ich gebe dir jetzt so eine 63er Fender, Player Grade, 12.000 Euro. Ja, das leiste ich jetzt mir mal. Also oder mindestens Custom Shop. Also ich kenne persönlich, ich kenne einen.
Der hat wirklich die Starthilfe in ein 10K Murphy Lab gesteckt. Ja, du. Ja. Und ich glaube, diese Zeiten, die neigen Punkt, sich jetzt so dem Ende zu, ne? Und vielleicht kommt da jetzt noch mehr Konzentration auf uns zu, weil ich kann mir gut vorstellen, dass diese ganze MOOC-Geschichte so lange so gut gelaufen hat, dann vielleicht tatsächlich nochmal einen Boost gekriegt im Corona-Zeitalter und dass das jetzt irgendwann mal, gibt es ja eine gewisse Sättigung. Ich meine, dieser ganze Sinti-Kram, komm Tom, du warst dabei, Neon. Als Neon rauskam, wussten wir, das ist das Ende der Synthesizer. It's gone. Na, und dann gab es noch LM7. Da haben wir gesagt, nee, also, das ist jetzt die Totenglocke. Kein Mensch mehr. Und alles wurde rausgehauen. Auf verscherbelt für JV1080. Komm, gib AKS3000 raus damit. Weg. D50 raus. All der ganze Schrott. Ich mache jetzt alles in meinem, ich will alles in meinem Rechner, am liebsten im Laptop. Das geht zwar noch nicht, aber wenn das erstmal im Laptop, wie geil, alles virtuell. Geil, geil, geil. Da haben wir gesagt, oh Mann, das ist jetzt vorbei. Und dann auf einmal. Ja, ich kenne ja diese ganzen VST-Plugins. Also ich habe alles vom Arturia, den Moog und dann den Huey. Aber jetzt möchte ich doch mal einen richtigen, echten Sinti haben. Das hat ja unheimlich viel Verkäufe produziert, ne? Und dann werden irgendwann stehen diese Dinger natürlich in der Ecke, weißt du? Diese kleinen, abgewichsten kleinen Roland-Schleudern. Wie hießen die nochmal? Diese kleinen Drecksdinger, diese Plasteteile, die wo ganz klein klick. Boutique! Boutique? Aus der, was? Die Boutique, weißt du, dann haben sie die Boutique überall stehen. Ah, okay. Und stellen auf einmal fest, oh, da muss ich ja irgendwie auch alles anschließen und auch irgendwie aufnehmen. Und ach, weißt du, da kann ich auch das Plugin jetzt mal schnell, ich mach mal schnell das Plugin halt, ne? Das erinnert mich auch so an diese Zeiten, kannst du dich noch an die Controller-Manie? Ich habe einen Mackie Control in Halion oder, nee, wie hieß das denn nochmal? Nicht Halion. Wie heißt das Steinbeck-Ding? Houston. In Houston und dann noch hier Fader-Ding so vom Presonus. Und ich glaube, dass kaum mehr diese Dinger irgendwo stehen. Und das wird mit diesem ganzen Kram auch so gehen. Ja, natürlich. Aber ich meine, da an der Stelle und an dem Thema waren wir ja schon häufiger und irgendwie, es war jetzt eine grandiose Performance, also so in epischer Breite und hart verdichtet habe ich das noch nicht so erlebt von dir, aber irgendwie sehr, sehr flüssig, irgendwie kurz einzuhalten, irgendwie durchgezogen. Aber ich meine, da gab es ja das Zitat von einem Menschen, hier aus der Gegend, der da mal sagte irgendwie, ich möchte auch, dass das Studio noch da ist, wenn der Computer aus ist. Ne? You feel me? Verstehst du, was ich meine? Ja. So, ein Hersteller, der halt Software herstellte und der hat sich dann gewünscht, dass das Studio noch da ist, wenn der Computer aus ist. So, und das war jetzt einer der Hauptgründe, weswegen es dann halt so ein Konzept wie den Houston gab und so weiter. Und man hat da aber ja noch zu dem Zeitpunkt so ein bisschen rumprobiert und sich gedacht, ne, weil wir kommen ja alle vom Mischpult und das ist ja alles Terrain und so. Was wir noch nicht realisiert haben, und jetzt ist da draußen wahrscheinlich wieder Tumult ab jetzt, was wir noch nicht so realisiert haben, dass wir halt irgendwie eine Hammer, also Opfer, gnadenlose Opfer, ganz arme Opfer des Romantizismus sind. Absolut. Ne, weil irgendwie ist ja toll, was anzufassen und man kann das zeigen und es war ja immer, alles was du hast und anfassen kannst und zeigen kannst, ist ja immer ein Statussymbol, ist ja eine Definition dessen, wer du bist, was du bist. Genau. Ne? Du machst die Tür auf, die ist mein Studio, ne? Dann alle Leute so. Und wenn da halt ein Laptop steht, ne, dann ist es, das ist mein Büro. Das ist mein Arbeitsplatz. Also oder Laptop so. Habe ich auch, Jörg. Dadurch werden die Sachen halt auf das reduziert, wofür sie da sind. Und der Mensch muss es mir füllen mit Inhalt. Wenn da jetzt ein Moog rumsteht oder eine Fender Strat oder so, die musst du nicht mit Inhalt füllen. Die steht halt für sich schon mal so da.
und da kommt die Geschichte gleich mit. Ne? Dann geht bei allen, die es kennen oder nicht kennen, geht von Jimi Hendrix bis was ich wohin, geht das gleich alles auf, wenn sie dieses Dings da sehen und so. Ne? Ja, ja, ja. Und ja, ja. Dann heißt es immer, ja, das ist so inspirierend und Terre und bla und so. Meistens sind die aber gar nicht so richtig gut, diese Gitarren. Da kann man halt Glück haben, muss man aber nicht. Und auch bei anderen Dingen. Und wenn ich halt selber keine Idee habe oder mich dann halt auch gerade nicht so fühle, dann muss ich mich nur mal umdrehen. Ne? Da sind ja alle meine Babys und so. Dann fühle ich mich schon wieder, ach ja, ich bin im Studio, ich bin ja einer so. Ne? Und Syndrom sind wir alle Opfer. Und das gilt ja auch für andere Dinge. Ja, ja, ja. Das gilt ja für Autos, für Häuser, für Boote, für Lebens momentan oder AbschnittsgefährtInnen und so. Der Carsten mit seinem String Theory YouTube-Kanal. Hallo Carsten. Der hat einen Podcast gemacht, ein Video gemacht. Wo sind die Frauen? Da hätte ich am liebsten drunter geschrieben, habe ich ihn leider nicht gemacht. Die sind dabei, sich zu überlegen, welche Tasche sie kaufen. Du wirst sofort gecancelt. Ach so, ich werde gecancelt. Aber also der Schuhschrank meiner Frau zum Beispiel. Nee, aber mach mal weiter. Genau. Das ist diese, wir wollten ja eigentlich nur auf das Phänomen dieses Raffen von Gegenständen, ne? Also dass man das ist dann bei Männern vielleicht die Gitarren, ne? Die Autos und bei anderen Geschlechtern können das andere Geschichten sein und es ist aber basiert auf demselben Defizit, ne? Weil man sich über die Gegenstände sich etwas hereinholen will in sein Leben, was vermeintlich fehlt. Ne? Und es gibt auch die psychologische Erklärung dafür. Einige Psychologen sagen, ja, es ist die Angst vorm Tod. Ne? Man versucht mit diesen ganzen Gegenständen, die man sich anrafft, irgendwie so eine Zeitlosigkeit zu schaffen, die ja natürlich nicht da ist. Ne? Ja, erstens das und zweitens auch gleich Beschäftigung, weil wenn du so einen Kram hast, irgendwie wieder ne, mit den Anschlussproblemen, oh Mann, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, das ist so ein ergiebiges Wort für heute. Ne? Ich meine, so ein Mischpult oder deine Synthesizerburg und deine Gitarren und so weiter, an irgendeiner Stelle knackst und ächzt es doch immer, da muss nochmal wieder eine kalte Lötstelle repariert werden und die eine muss dann mal geputzt werden, weil die hast jetzt schon sechs Monate nicht angefasst und dann neue Saiten drauf, weil die sind schon völlig verrostet und angelaufen, wenn man nicht Elixierseiten benutzt oder ähnliche. Und sie schaffen halt ständig auch Arbeit. Und ja, das ist Beschäftigung, halt, ne, das stimmt. Und das ist, wenn man halt beschäftigt sein möchte, weil man sich schnell langweilt, ist das ja auch völlig in Ordnung dann so, ne? Wenn man aber sich darauf fokussieren will, was zu schreiben, zu komponieren, zu produzieren oder so, ist das ja dann eigentlich eher lästig, diese zusätzliche Arbeit, die du erstmal machen musst, um den ganzen Krempel an den Start zu kriegen oder am Start zu halten. Dann hast du gerade jetzt aber super geil und jetzt die Strat da drauf. Dann nehme ich mir die Strat und so und dann, fuck, die G-Seite ist ja so rostig, da kann ich doch nicht mal hochrutschen und so. Damn, was mache ich denn jetzt? Und schon bist du raus aus dem ganzen kreativen Flow. Ja, es ist einfach angenehmer, durch Reverb, durch eBay, durch Thomann und Koma so durchzuschlendern, sich zu überlegen, was ich denn unbedingt noch brauche. Und das geht mir wirklich auch so. Ich sage ja, ich will jetzt nicht mit dem Finger auf andere zeigen, das mache ich wirklich nicht. Denn bei mir ist es auch so, ich arbeite gerade an einem kleinen Live-Set. Genau. An einem kleinen Live-Set. Und eigentlich könnte ich jetzt mal langsam aus dem Quark kommen, weil ich habe 4, 5 Songs, habe ich jetzt so 3/4 oder halb fertig. Aber ich drücke mich da immer drum rum, das jetzt mal ne, weiterzumachen. Zu sagen, ja, aber wie viele Songs brauche ich denn? Ich denke mal, so ein kurzer Setup von 20, 25 Minuten ist, glaube ich, am besten, weil ne, sowas Ausgedehntes über 2 Stunden zu machen, das wäre dann vielleicht eine andere Art von Musik.
Und dann ertappe ich mich doch immer dabei, dass ich dann, ach, dann immer wieder, es ist einfach einfacher, sich wieder mit irgendwelchem Equipment zu beschäftigen. Das macht auch Spaß und dann fühlt man sich auch, oh, da muss ich überlegen, oh, hole ich jetzt die Vintera 50 Road Worn Fender, die hat ja die kleinen Bünde, aber dann ist die zu schwer und gibt's die auch vielleicht noch in Sinline, da gucke ich doch mal bei Fender. Oder macht nicht auch Haas so eine Sinline mit einem, ach, die haben aber keinen 7,25 Radius. Ah nee, dann nehme ich lieber die. Und dann sind 2 Stunden vergangen, in denen ich keine Gitarre gespielt habe, an dem ich nicht beim Song gearbeitet habe, an dem ich keinen Text geschrieben habe, sondern ich habe mich mit dem scheiß Equipment, it's not the gear, stupid. Ne? Ja. Das ist richtig, genau. Das aber das würde ja auch bedeuten, dass ich mein Geschäftsmodell zerstöre damit. Ne? Mein Geschäftsmodell ist ja der Musotalk. Genau, das ist halt immer der Punkt. Und dann dreht sich es auch wieder. Es ist die Frage, dann da eine entsprechende Balance zu finden und so. Und woran wir so insgesamt natürlich knapsen, ist, dass so auf breiter Basis so die Sachen haben irgendwie so ein bisschen weniger wird, einfach aus auch Notwendigkeit teilweise und dann auch ne, Menschen wollen ja dann auch irgendwie was ein bisschen mehr Sinn und mehr Work-Life-Balance im Leben haben und weniger Ballast, ne? Wie heißt die Frau noch? Mary Eigentumswohnung, Mary Kondo, Marie Kondo, die halt diese Aufräumbewegung gestartet hat. Du kennst sie nicht? Nee. Nee, also irgendwie so ein bisschen Klarheit zu schaffen, indem man halt den ganzen Krempel und das Gerümpel irgendwie aus seinen Wohnbereichen irgendwie entfernt und so. Und das lässt uns durchatmen, aber auf der anderen Seite macht es uns auch Angst, weil man hat dann immer, und das wird einem auch ständig suggeriert, ne, in jedem Film oder so, da wird dann zitternd ein altes, zerknittertes Foto irgendwo hergezogen und dann geht ein ganzer Film los bei den Leuten, die sich an irgendwas erinnern und so. Und das ist halt so wertvoll. Und dann tut jedes Foto, was man selber wegschmeißen wollen würde, irgendwie tut total weh. Man hat ein schlechtes Gewissen, weil man schätzt das dann nicht so wert. Man ist nicht so romantisch letztendlich. Ja gut, das hört sich jetzt erstmal... Ja, und genau. Da kann man vielleicht mal einen Song drüber schreiben. Ich würde sagen, wir machen jetzt Schluss und schreiben einen Song. Ich hab mal drüber nachgedacht, irgendwie, da könnte man ein Buch drüber schreiben. Es wären ja immer so Lebensratgeberbücher, ne? Und Fragezeichen, wie ist es ohne ... Geil. Ne, weil bei vielen Sachen, ne, merkt man dann halt, wenn das mal so einfach so verschwindet, dass es dann halt doch gar nicht so schlimm ist. Und deswegen verschwinden wir jetzt auch. Und vorher denkt man, man kann nicht damit leben, wenn es nicht mehr da ist. Ne? Genau. Deswegen machen wir jetzt auch Schluss und tschüss. Ciao.